Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder recht herzlich zur Mali-Meditation am Sonntag und freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich möchte Ihnen dazu noch etwas sagen. Diese Mali-Meditation am Sonntag, die ich jetzt regelmäßig am Sonntag ausstrahlen möchte, ist keine professionelle Sendung. Wie gesagt, ich bin ein totaler Amateur. Ich probiere was aus, ich probiere was mit den Kameras aus, mit den Mikrofonen aus. Deswegen ist das Hintergrundbild mal anders, mal gut, mal schlecht, vielleicht auch die Belichtung mal schlecht oder der Ton auch nicht so besonders. Aber da geht es doch eigentlich gar nicht drum. Ich möchte mit dieser Sendung, möchte ich den Menschen helfen, die schwer, schwer erkrankt sind und die keine Hoffnung mehr haben oder nur noch ganz wenig Hoffnung, auch aus dem Grund heraus, weil man ihnen die Hoffnung genommen hat. Und das ist der Sinn und Zweck dieser Sendung. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie auf diese Sendung reagieren und mir eine E-Mail schreiben. Oder aber auch, weil ich ja in den Sendungen immer wieder einen Patientenbericht vorlese und diesen Bericht lese ich darum vor, um den Menschen, die krank sind, etwas an die Hand zu geben, wo sie sich festhalten können, wo sie sich dran aufbauen können. Sie brauchen etwas. Wenn Sie eine Erkrankung haben mit unheilbar krank, dann ist das wie ein Heilungsverbot. Aber es gibt kein unheilbar krank. Das habe ich im Laufe der Jahre meiner Praxis immer wieder gesehen. Menschen, die als unheilbar krank gegolten haben, sind wieder gesund geworden. Und warum? Weil sie wieder in die Hoffnung gegangen sind. Statt sich aufzugeben, ist die Hoffnung etwas, was sie anspornt, um gesund zu werden. Es geht dann auch um die Bilder in ihrem Kopf, um ihre Gedanken. Wenn man ihnen sagt, sie sind unheilbar krank, ja, Sie können sich vorstellen, welche Gedanken dann aufkommen. Und diese Gedanken machen Sie nicht fröhlich. Und die Sendung, die ich jetzt jeden Sonntag einschalte oder für Sie zusammenstelle, hat eigentlich nur den Sinn, um Sie wieder zu stärken, um Ihnen Hoffnung zu geben. Und damit haben Sie eine ganz reelle Chance, auch bei unheilbar wieder gesund zu werden. Darum lese ich Ihnen immer wieder einen Bericht vor von einem Patienten, der gesund geworden ist. Viele Patienten werden nicht gesund, haben aber eine längere Lebenszeit, haben eine wesentlich höhere Lebensqualität. Und darum würde ich Sie auch bitten, wenn Sie selber solche Erfahrungen haben, Sie müssen diese Erfahrung nicht unbedingt mit der Mali-Meditation haben, aber wenn Sie eine Erkrankung hatten, wo Ihnen die Ärzte gesagt haben, unheilbar krank, es geht gar nichts mehr, und Sie sind dann wieder gesund geworden, wie auch immer. Aber bitte schreiben Sie mir das. Auch das ist ganz wichtig, um den Menschen das vorzulesen. Es gibt verschiedene Methoden. Die Mali-Meditation ist nicht die einzige Methode, die hilft. Aber alle Methoden, die angewandt wurden, und das habe ich aus der jahrelangen Erfahrung und auch aus vielen Geschichten immer wieder herausgehört, haben eins gemeinsam. Sie haben einen Glauben und einen festen Glauben daran, wieder gesund zu werden. Und die Menschen haben auch diese Vorstellung, wieder gesund zu werden. Das gibt ihnen die Kraft, um herauszukommen. Dann hilft ihnen auch eine Chemotherapie. Die Chemotherapie hilft ihnen überhaupt nichts, wenn sie nicht daran glauben. Und wenn sie nicht glauben, dass ihnen diese Chemotherapie hilft, können sie sie besser lassen, weil es nützt denen gar nichts. Wie gesagt, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich auch von anderer Seite mal Berichte bekommen würde, die den anderen Menschen und den Patienten, die zuschauen, helfen. Es ist ja wie ein Vorbild, wie ein Beispiel. Schau mal hier, ich bin gesund geworden. Du kannst das auch. Nutze das. Mach das. Noch viel schöner wäre es, wenn wir am Schluss der Sendung die Sendung erweitern könnten, telefonisch erweitern können, wo jemand etwas fragt, wo Sie mir etwas erzählen oder wo ich Ihnen etwas erzählen kann. All das ist dafür, dass Menschen, die sehr, sehr krank sind, endlich wieder etwas in die Hand bekommen, um Kraft zu haben, wieder aus dieser Krankheit herauszukommen. Und möglich ist das. Ich lese Ihnen jetzt einmal einen Bericht vor von einer Dame, die in der Uniklinik in Bochum war, bei dem Professor Uhl. Und das Ganze ist schon 12 Jahre her. Diesen Bericht habe ich nicht geschrieben, der ist in einer Zeitung veröffentlicht worden, aber trotzdem lese ich Ihnen diesen Bericht vor, weil er sehr aufbauend ist. Dieser Bericht ist von Lisa Bischoff und sie schreibt: Komplementärmedizin als Ergänzung zur Schulmedizin? Fragezeichen.
Das sozial-ethische Forum des so St. Joseph-Hospitals griff dieses Thema jetzt auf: Heilung durch Handauflegen. Hokuspokus oder sinnvolle Ergänzung einer Therapie? Hieß es am Abend mit Professor Waldemar Uhl, Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, und Wolfgang Mali, psychoonkologischer Berater. Also das bin ich. Ich bin ein psychoonkologischer Berater, der aber auch den Patienten die Mali-Meditation vermittelt und diese Mali-Meditation in meiner Praxis an die ganze Familie weitergibt, sodass die ganze Familie gestärkt wird. Weil das ist so unwahrscheinlich wichtig, nicht nur der Kranke, auch die Angehörigen brauchen diese Kraft, um gemeinsam mit ihrem Kranken aus dieser Situation wieder herauszukommen. Dazu brauchen sie Hoffnung, aber dafür brauchen sie auch, und das sage ich immer, dieses Gottvertrauen, dieses allumfassende Vertrauen in die Liebe Gottes. Ich lese jetzt weiter. Die Diagnose Krebs ist für Betroffene und ihre Angehörigen immer sehr schlimm. Schlagartig ändert sich alles im Leben. Professor Waldemar Uhl weiß, dass sich viele Patienten mit ihrer Krankheit allein und der Schulmedizin ausgeliefert fühlen. Daher findet der Mediziner es sinnvoll, komplementäre Maßnahmen in die Behandlung mit einzubeziehen. Der Hauptpfeiler in jeder Behandlung ist die Schulmedizin mit ihren Therapien. Und darüber hinaus aber sollte jeder Patient die Schulmedizin in Eigenverantwortung durch 3 bis 5 komplementäre Maßnahmen ergänzen. Die durch Wolfgang Mali entwickelte praktizierte Heilmeditation ist eine solche Ergänzung, bei der kranke Menschen zusammen mit einem Angehörigen meditieren, der ihnen dabei die Hände auflegt. Durch diese Berührung und Zuwendung sollen die Patienten wieder Kraft und Hoffnung schöpfen. Die inneren Selbstheilungskräfte werden gestärkt. Wolfgang Mali betont, wichtig bei dieser Meditation ist die Einbeziehung der Lebenspartner und Angehörigen, um so gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Immer wieder hört man von Fällen, in denen komplementäre Maßnahmen Wirkungen zeigen, auch wenn Heilung durch Handauflegen wissenschaftlich nicht bewiesen ist. Der Professor Uhl erzählt die Geschichte einer jungen Mutter, bei der Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden war und bei der aus Schulmediziner Sicht keine Hoffnung auf Heilung bestand. Neben der Operation Chemotherapie entschied sich diese Dame unter anderem für die Mali-Meditation. Heute ist sie tumorfrei. Diese Dame ist zu mir gekommen, das ist jetzt schon gut 12 Jahre her. Und sie ist immer noch tumorfrei. Die Dame ist zu mir gekommen und war vollkommen verzweifelt. Und ich weiß noch wie heute, wo sie bei mir in der Praxis saß, mit ihrem Mann zusammen, und wie sie weinte und sagte, ja, schulmedizinisch kann man gar nichts mehr machen. Überhaupt nichts mehr. Es geht nichts mehr. Und ich habe 2 kleine Kinder und ich will nicht sterben. Und so verzweifelt wie sie war, so gelassen war ihr Mann. Und ihr Mann sagte dann ganz entspannt und ganz ruhig zu mir: Ich weiß, dass meine Frau wieder ganz gesund wird. In dem Moment sprach ich ganz einfach, ja, spontan zu ihm, und genau das wird passieren. Das wollte ich gar nicht sagen, das ist mir so rausgerutscht. Er hat dann zusammen mit seiner Frau regelmäßig diese Meditation durchgeführt und diese Dame war 1,5 Jahre später tumorfrei. Und heute, nach 12 Jahren, ist sie es immer noch. Das ist eine der ersten Begebenheiten mit Bauchspeicheldrüsenkrebspatienten von mir, wo ich gesehen habe, wie stark der Glaube und die Zuversicht und die Hoffnung einen Krankheitsverlauf beeinflussen. Und das ist das, was ich Ihnen wünsche. Ich wünsche, dass Sie das, was ich Ihnen jetzt sage, auch für sich selber umsetzen können. Dass Sie das, was ich Ihnen jetzt sage,
mit ihrem Partner umsetzen können. Und darum machen wir jetzt oder gehen wir jetzt gemeinsam in diese wunderschöne Meditation, in die Mali-Meditation. Die Technik der Mali-Meditation habe ich schon einige Male erzählt. Sie können sich auch, wenn Sie möchten, dann Sie können sich das durchlesen unten auf der unteren Seite der Mali-Meditation. Am Sonntag steht die genaue Einleitung der Meditation. Ich würde sagen, Sie setzen sich jetzt ganz entspannt hin, legen eine Hand aufs Herz und eine Hand aufs Sonnengeflecht, gehen in eine ganz entspannte Bauchatmung und visualisieren bei dieser Atmung, dass Sie Licht einatmen und dieses Licht schicken Sie dahin, wo Ihre Erkrankung ist. Und Sie stellen sich vor, dass das, was da ist, in diesem Licht sich auflöst und verschwindet. Wir gehen jetzt wieder gemeinsam in diese Mali-Meditation und ich wünsche Ihnen eine wirklich erfolgreiche Meditation. Und wir schließen jetzt die Augen, gehen in diese wunderschöne